Auch wenn es am Ende nicht für den Aufstieg in die erste Bundesliga gereicht hat, konnte trotzdem noch ein schöner Saisonabschluss gefeiert werden. Die ersten Damen vom TC Blau-Weiß gewannen zu Hause mit 7:2 gegen den Lientorfer TC 1 und schließen die Saison damit auf Platz 2 der zweiten Bundesliga Nord ab. Ich denke, wir haben eine hervorragende Saison gespielt, sind Zweiter geworden, haben nur einmal verloren, das war gegen Köln. Ja, unsere Saison schließen wir leider als Vizemeister wie im letzten Jahr ab. Das ist ein bisschen schade, dass wir letztes Wochenende nicht gewinnen konnten, um den Aufstieg perfekt zu machen. Deswegen denke ich mal, dass wir im nächsten Jahr wieder neu angreifen und hoffentlich dann den Aufstieg in die erste Liga schaffen. Es hatte am vergangenen Sonntag gegen den Marienburger SC einfach nicht gereicht. Mit einer 1:8 Auswärtsniederlage war der Aufstieg in dieser Saison leider schon nach dem vorletzten Spieltag vom Tisch. Es ging also an diesem Samstag nur noch um den etwas undankbaren Vizemeistertitel. Die Nummer 1 von Blau-Weiß, Marina Melnikova, war heute nicht dabei. Gleiches galt auch für die Nummer 2, Stefanie Wagner, die aufgrund eines ITF-Turniers in Minsk freigestellt wurde. Aufgerückt sind dafür die 1 und 2 der zweiten Damenmannschaft, Vivian Sandberg und Charlotte Klaasen. Für Blau-Weiß auf der 1 spielte heute daher Vivian Heisen. Sie und ihre Gegnerin, die Französin Constance Sibyl, schenkten sich bei erschwerten Platzbedingungen nichts und es wurde um jeden Ball gekämpft. Am Ende hatte die Berlinerin aber die Nase vorn und gewann in 2 Sätzen mit 7:5 und 6:4. Ich hatte heute ein schwieriges Match unter auch schwierigen Bedingungen, viel Wind, am Anfang war es sehr kalt, irgendwann kam die Sonne raus. Ja, das ist immer nicht ganz so einfach dann, sag ich mal, den Rhythmus zu finden. Meine Gegnerin hat mir auch heute nicht wirklich Rhythmus gegeben. Charlotte Klaasen, die normalerweise mit den zweiten Damen in der Regionalliga spielt, konnte ebenfalls einen Sieg einfahren. Nach einem verlorenen ersten Satz mit 4:6 fand sie immer besser ins Spiel und zwang ihre Gegnerin Emilie Luisa Schwarte 6:3 im zweiten Satz in den Champions Tiebreak. Hier zeigte sie dann keine Nerven und entschied das Spiel denkbar knapp, aber immerhin mit 10:8 für sich. Und bin aber froh, dass ich es 10:8 gewinnen konnte, weil ich auch in der zweiten Damenmannschaft in der Regionalliga, wo ich eigentlich festspiele, 2-3 Mal schon wichtige Punkte habe liegen lassen. Ihre Schwester Anna Klaasen machte es weniger spannend. Sie siegte gegen Laura Heinrichs mit 6:3 und 6:1 und sorgte damit für ihren bereits 5. Einzelsieg in dieser Saison. Ganz schnell ging es auch bei Sina Göllner-Schreiber. Sie ließ Karina Hümps vom Lientorfer TC 1 keine Chance und gewann beide Sätze klar mit 6:0. Den 5. Einzelsieg des Tages für Blau-Weiß machte Pia König klar. Sie gewann ebenfalls eindeutig beide Sätze mit 6:2 gegen die Niederländerin Nicole Theissen. Vivian Sandberg, die wie Anna Klaasen aus der zweiten Mannschaft aufgerückt war, musste zum Saisonabschluss aber eine bittere Niederlage einstecken. Nach einem noch starken 6:3 im ersten Satz für Sandberg kam ihre Gegnerin Anouk Tigou immer besser ins Spiel und entschied in Folge dessen den zweiten Satz mit 6:3 für sich. Den Champions Tiebreak entschied sie auch für sich, wieder denkbar knapp mit 10:8, aber diesmal für die Gäste des Lientorfer TC 1. Alles in allem aber eine sehr erfolgreiche Saison für den TC Blau-Weiß. Auch wenn es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, sind Spielerinnen und auch Mannschaftsführer Michael Brandt doch sehr zufrieden mit der Leistung und der Entwicklung des Teams. Herauszuheben ist dann vielleicht, sag ich mal, in der ganzen Saison Stefanie Wagner, die, wie gesagt, auch in dem Spitzenspiel ihr Einzel gewonnen hat und das an Position 1, obwohl sie bei uns sonst in der Regel an 2 spielt. Das muss man wirklich sagen, da ist die Entwicklung ausgesprochen positiv. Sie steigt doch immer weiter in der Weltrangliste nach oben und es ist sehr erfreulich, das mitzuerleben. Ich freue mich auf die Saison im nächsten Jahr, hoffe, dass wir dann in die erste Liga aufsteigen. Die Pia versteht man manchmal nicht ganz so gut, sie kommt aus Österreich, aber ich hoffe, wir sind auch im nächsten Jahr wieder Teammitglieder. In der nächsten Saison drücken wir natürlich ordentlich die Daumen, dass am Ende nicht nur eine gute Leistung, sondern dann auch der Aufstieg in die erste Bundesliga gefeiert werden kann.